Hallo zusammen, ich heiße Margot. Alle Kinder sind einzigartig, aber wir werden versuchen, eine schwierige Aufgabe zu erfüllen und für dich die 10 schönsten Kinder im Schulalter aus verschiedenen Orten unseres Planeten auszuwählen. Los geht's! Die bezaubernde Tulan Blondeau ist eines der bestbezahlten jungen Models der Welt. Jetzt ist sie 19 Jahre alt und in den letzten 6 Jahren war sie das schönste Mädchen der Welt. Zuletzt wurde dieser Titel von einem russischen Mädchen übernommen, worüber du am Ende des Videos erfährst. Tulan wurde in sehr jungen Jahren in eine Modelagentur gebracht. Im Alter von 4 Jahren lief sie bei der Jean-Paul Gaultier-Ausstellung über den Laufsteg. Im Jahr 2011, als das Mädchen bei einem ziemlich freimütigen Fotoshooting für die Zeitschrift Vogue die Hauptrolle spielte, brach ein Skandal aus. Die Bilder wurden von der Öffentlichkeit scharf kritisiert und als zu explizit und sexy bezeichnet. Es stimmt, dass schwarze PR die beste PR ist. Es war dieser Skandal, der zum Ausgangspunkt ihrer Karriere wurde. Dann geriet sie erneut in die Schlagzeilen, als sie mit 13 Jahren bei ihrem ersten Fotoshooting für Erwachsene für das französische Modemagazin Jalouse, das sie zur neuen Kate Moss ernannte, die Hauptrolle spielte. Sie trat bei der New Yorker Modewoche unter Stars wie Nicole Kidman, Naomi Watts und Catherine Zeta-Jones auf. Das Mädchen ist eine aktive Benutzerin von sozialen Netzwerken. Ihr Instagram hat fast 2 Millionen Follower. Sie hat kürzlich einen Vertrag mit IMG unterzeichnet und wurde zum Gesicht der berühmten Marke L'Oréal. Und bei der Mailänder Modewoche war sie ein Model von Dolce & Gabbana. Unglaublich schöne Augen und ein ungewöhnliches Aussehen bescherte Linnea Grace Erfolg in der Modewelt. Die 16-jährige Linnea begann ihre Modelkarriere im Alter von 3 Jahren, als ihre Mutter sie zum ersten Casting mitbrachte. Das Filmteam war begeistert. Das Mädchen war in der Lage, ohne jegliche Fähigkeiten und Übungen zu posieren. Und beim Betrachten der Bilder waren alle überrascht von den unglaublichen Augen des Mädchens, die einen leicht grünlichen Farbton haben. Grace stammt aus einer internationalen Familie, was wahrscheinlich der Grund ist, warum ihr Aussehen so ungewöhnlich ist. Linnea arbeitete bereits mit führenden Marken zusammen und erhält jeden Tag mehr Angebote. Das Mädchen arbeitet in mehreren Modelagenturen und spielt auch die Hauptrolle in dem Avicii-Musikvideo zum Song Wake Me Up zusammen mit dem russischen Model Christina Romanova. Mehr als 300.000 Menschen haben das Instagram des Mädchens abonniert. Zusätzlich zu all dem spielt Linnea sehr gut Geige. Erinnerst du dich an das kleine schöne Mädchen aus dem letzten Teil des Films Twilight? Das ist die schöne Mackenzie Foy. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war sie erst 10 Jahre alt. Nach dieser Rolle wuchs die Popularität des Mädchens stark an und im Alter von 13 Jahren spielte sie im coolsten Film Interstellar mit. Jetzt ist dieses ungewöhnlich aussehende Mädchen 20 Jahre alt. Sie wurde eine beliebte Schauspielerin und Model. Mehr als 700.000 Menschen haben das Instagram der Schönheit abonniert. Übrigens begann die Modelkarriere des Mädchens im Alter von nur 4 Jahren. Schon damals arbeitete sie mit berühmten Marken. Mackenzie liebt Bogenschießen und reist viel. Mackenzie spielt die Hauptrolle in dem Film Der Nussknacker und die 4 Reiche. Und ihre Partner waren die berühmtesten Hollywood-Schauspieler. Die blauäugige blonde Eden Wood ist jetzt 15 Jahre alt. Als sie 6 Jahre alt war, hatte sie bereits 300 Schönheitswettbewerbe gewonnen. Doch dann beschloss sie und ihre Mutter, dass es sich lohnte, von einer Modelkarriere Abschied zu nehmen. Jetzt ist sie weiterhin beliebt und erobert neue Höhen. Sie erhält Angebote, Hollywood-Verträge zum Unterzeichnen, an Reality-Shows teilzunehmen und an Projekten der berühmtesten Disney-Firma mitzuwirken. Neben ihrem guten Aussehen hat Eden Wood auch eine gute Stimme. Sie singt im Rahmen der Glamour Girls und steht ständig auf Tour. Vielleicht geht Baby Eden bald als Solokünstlerin auf Tour. Übrigens hat Eden eine Sammlung von verkleinerten Puppenexemplaren von sich herausgebracht, die bei den Amerikanern sehr beliebt sind. Und Eden Wood spielt auch in Filmen mit. Im Jahr 2014 wurde eine Familienkomödie mit ihrer Beteiligung veröffentlicht. The Little Rascals Save the Day.
Die Natur gab Lili Chi orientalische Geheimnisse und einen unglaublichen Charme. Ihr Aussehen verdankt sie ihren malaysischen und kaukasischen Wurzeln. Eines Tages ging sie mit ihrem Vater einkaufen. Und zufällig wurde ein Mädchen mit exotischem Aussehen von einem Angestellten einer Modelagentur bemerkt. Von diesem Moment an begann Lili Chis Modelkarriere. Bald wartete sie auf die Unterzeichnung von Verträgen, Fotoshootings und Modeschauen. Heute ist dieses 17-jährige Mädchen das Gesicht der Sportmarke Nike. Darüber hinaus hat sie Verträge mit einigen anderen Modelagenturen unterzeichnet, dank derer sie etwa $30.000 pro Jahr verdient. Das Geld, das Lili verdient, sparen die Eltern bis zur Volljährigkeit ihrer Tochter. Trotz des vollen Terminkalenders hat das Mädchen viel Energie. Zusätzlich zu ihrer Modelkarriere schafft sie es, tanzen zu gehen und Fußball zu spielen. Dank ihrer phänomenalen Erscheinung wurde eine Gymnasiastin aus Los Angeles, Lola Chuil, in der ganzen Welt berühmt. Vor 4 Jahren startete sie ein Instagram-Profil und sammelte sofort eine Armee von Tausenden von Fans. Heute hat sie eine 500.000 Abonnenten. Ihre mandelförmigen Augen, zarten Gesichtszüge und volle Lippen in Verbindung mit einer ungewöhnlich dunklen Hautfarbe zerstören alle etablierten Schönheitsstandards. Das Mädchen ist sehr stolz auf ihre Rasse und betont dies oft. Lola wirbt aktiv für Kleidung, T-Shirts mit lustigen Aufschriften, Kosmetik, Telefone und Schmuck. Mit einem so außergewöhnlichen Aussehen wird das Mädchen zweifellos eine große Zukunft und eine schwindelerregende Karriere im Model-Business haben. Wer weiß, vielleicht wird sie die berühmte Naomi Campbell in den Schatten stellen. Kristina Pimenova ist ein 11-jähriges Model, die es durch ihr Aussehen zu Weltruhm gebracht hat. Trotz dieses jungen Alters gilt das Mädchen inoffiziell als das schönste Kind der Welt. Während ihrer mehrjährigen Tätigkeit als Model schaffte es das Mädchen mit dem engelsgleichen Aussehen mit vielen berühmten Marken wie Prada und Dolce & Gabbana zu arbeiten. Ihr Instagram-Profil hat mehr als 2 Millionen Follower und ihr Facebook-Profil hat mehr als 4 Millionen Follower. Unter den jungen charmanten Models nimmt eine süße 8-jährige St. Petersburgerin Anja Pavaga einen Ehrenplatz ein, die gerade beginnt, eine erfolgreiche Modelbiografie zu entwickeln. Aber ihr wunderschönes Gesicht hat bereits mehr als eine berühmte und beliebte Zeitschrift beehrt. Das Mädchen erscheint auch häufig in Anzeigen für Kinderkleidung und andere Produkte für Kinder. Sogar in Musikvideos und Filmen trat sie in Cameo-Rollen auf. So glänzt sie in Filmen, auf Laufstegen und Zeitschriftencovern. Das Markenzeichen eines jungen Mädchenmodels ist ihr ermutigendes, engelsgleiches Lächeln, das niemanden gleichgültig lassen kann. Anja sollte lächeln und die Fotos werden einfach lebendig. Übrigens ist Anja von klein auf im Ballett engagiert. Mehr als 500.000 Menschen haben ihr Instagram-Profil abonniert. Jade Weber ist eine 13-jährige Schönheit und Model. Seit ihrer frühen Kindheit beschäftigte sich das Mädchen mit Choreografie. Und bei einer der Fotosessions erschien sie in der Gestalt einer Ballerina. Jade hat mit bekannten Marken wie Forever 21, H&M, LA Models und so weiter gearbeitet. Sie nahm in den Dreharbeiten zu Musikvideos teil. Das Mädchen produziert auch ihre eigenen T-Shirts. Ihr Instagram-Profil hat fast 500.000 Follower. Wie ich bereits sagte, wurde die Palme als das schönste Mädchen der Welt lange Zeit von der französischen Thulan Blondeau gehalten. Aber jetzt ist Thulan 19 Jahre alt. Es ist also an der Zeit, den Titel des schönsten Mädchens an die nächste Generation weiterzugeben. Experten erkannten die neue Besitzerin dieses Titels als eine Moskauerin, Anastasia Knyazeva, an, die zu diesem Zeitpunkt bereits ein Model mit mehreren Verträgen unter ihrem Gürtel war. Nach der Veröffentlichung dieser Entscheidung wurde das Instagram des Mädchens sofort mega populär. Und jetzt hat es mehr als 1 Million Abonnenten. Wie also gewann Nastja das Publikum? Ihre puppenhaften Gesichtszüge, ihre langen Haare und vor allem ihre riesigen blauen Augen, das machte Nastja zu einem Star der Modewelt. Artikel über Nastja begannen in Publikationen auf der ganzen Welt zu erscheinen.
Nastjas Mutter veröffentlicht seit Juli 2015, als das Mädchen gerade einmal 4 Jahre alt war, Fotos von ihrer Tochter. Seitdem wurden mehrere Verträge mit verschiedenen bekannten Unternehmen unterzeichnet. Viele Menschen sagen dem Mädchen eine große Zukunft voraus. Ich wünsche Nastja, dass sie ihre Modelkarriere weiter ausbauen kann. Es ist sehr cool, dass ein Mädchen aus Russland als das schönste Mädchen der Welt anerkannt wurde. Bitte gebe ein Like, wenn du mit mir übereinstimmst. Abonniere den Kanal, falls du ihn noch nicht abonniert hast, und klicke auf die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen.